Jetzt komme ich zu meinem heutigen Gast. Ich freue mich wirklich sehr, ihn hier mal begrüßen zu dürfen. Er war schon mit seiner Band, den Beatsteaks, häufiger mal in unseren Shows. Allerdings so alleine, einfach so, noch nie. Aber einfach so stimmt ja auch nicht. Er hat ja wahnsinnig viel zu erzählen, denn er hat viele neue Projekte und werden wir gleich drüber reden. Bei seinem ersten größeren Konzert allerdings ist er über einen Monitor gestolpert, dann auf seine Gitarre gefallen und dann ist ihm auch noch die Hose gerissen. Ja? Ich bin gespannt, wie sein Auftritt heute hier aussieht. Er hat eigentlich schon jede Bühne dieses Landes bespielt, aber er möchte jetzt auch noch in die Podcast-Charts. Das klappt bestimmt. Hier ist Arnim Teutoburg-Weiß. Ja, ebenfalls. Hey, nimm Platz. Arnim, herzlich willkommen. Hey. Ja, ist schön, dass du da bist. Und Jakob schon beruhigt? Nee. Ja. Oh Gott. Wie, bist du fies vor so? Nein. Wie gehst du um mit so Viechern und ja, so? Ist ich wäre auch. Ja, ja also. Wirklich? Ja. Das meint man aber nicht, weil du wirkst so wie ein robuster Herr. Ja, wirklich nur. Ja, bist du dann auch nicht, sondern es ist dann doch irgendwie... Zarte Pflänzchen. Ja, ich habe gerade eben von einem Vorfall auf der Bühne erzählt, wo das nicht ganz so gut lief. War das der einzige solcher Vorfälle oder gab es in all den Jahren Bühnenerfahrung auch noch weitere Dinge, die dir im Gedächtnis geblieben sind? Das war beim Hurricane Festival, irgendwie 2007, kommen wir auf die Bühne... Rage Against the Machine am Abend gespielt. Die großen Helden standen an der Seite und haben uns zugeguckt. Und wir kommen hochmotiviert auf die Bühne. Erster Song und verfang mich irgendwie im Kabel und fall auf die Fresse. Also richtig, bruff. Die Gitarre bricht. Und mein Gitarrist und guter Freund Peter macht so ins Mikrofon so. Und dann war auch wirklich der Ofen aus. Gerade der Erfolg mit dem Beatsex, der kam ja jetzt nicht sofort, sondern das hat alles ein bisschen so gedauert. Ne? Das hat sich alles so ein bisschen zusammengebaut. Ja, dann natürlich massiv und nachhaltig und ganz toll und organisch und so. Aber bis es soweit war, hattest du da nicht mal so Momente, wo du dachtest, ja, das geht hier alles in die Hose? Nee. Ich bin in den Proberaum damals in Berlin-Mitte gestolpert und habe mich unsterblich verliebt. Und die, das ist immer noch... Ich gehe so gerne in unseren Proberaum, ich treffe die so gerne, das sind meine Brüder und wir bleiben bis inner jetzt zusammen. Ich habe das ja ein paar Mal schon erleben dürfen, also wenn man euch, also auf der Bühne haben euch viele Leute schon gesehen, natürlich in all den Jahren, aber auch so abseits der Bühne, neben der Bühne, im Probenraum war ich sogar schon mal, wenn man das so mitkriegt, da weiß man, das ist unkaputtbar und für immer irgendwie. Und es ist sehr schön mit anzusehen. Und dennoch hast du ab und zu mal das Gefühl, du willst mal was anderes machen oder was Neues machen, jetzt zumindest mal. Und du hast jetzt einen Podcast gestartet. Mhm. Der heißt Paparazzi. Ich bin großer Fan, aber für alle, die vielleicht noch nicht die Gelegenheit haben, das zu hören, worum geht's denn da? Ich habe gemerkt, dass man oft gefragt wird, wenn man Musik macht, wie macht ihr denn das? Und wenn ich meine Kollegen treffe oder Leute, die ich bewundere, dann ist die dritte Frage auch, wie machst denn du das? Oder? Ja. Mhm. Und mich interessiert das sehr. Und ich weiß auch, dass es die Leute interessiert, wie manche Lieder entstanden sind. Mhm. Die Geschichte dahinter, die ersten Momente, die Inspiration. Mhm. Auch den Weg, den manche Lieder zurücklegen. Das wirkt ja alles so leicht, wenn das fertig ist, aber Lieder entstehen manchmal über 2 Jahre und manchmal in 5 Minuten. Mhm. Und das sind sehr interessante Geschichten. Und da dachte ich, jetzt traue ich mich mal und frage mal ein paar Freunde, ob sie Lust haben, mit mir ein Gespräch zu führen. Und daraus ist dieser Podcast entstanden. Da sind wirklich total interessante Leute. Und das ist vor allen Dingen so, wenn man so hört, da sind ja 2 Musiker, die unterhalten sich darüber, wie ist ein Song entstanden. Da ist ja die Gefahr, dass das da so 4 Stunden rumgelabert ist. Ist ja hoch, ist hoch, die Gefahr. Aber du hast die Gefahr gesehen und gebannt, muss man sagen. Ja, es war ganz klar 20 Minuten. Ja. Es geht um das Lied. Und wenn mir KIZ von dem Sample erzählen, was zum Song geführt wird, dann hören wir das auch. Also ich wollte unbedingt auch die Musik zeigen, von der geredet wird. Ja. Also im Podcast gäbe nicht so häufig, dass da eigentlich wie in so einer Radioshow gearbeitet wird. Und das war mir allerdings sehr wichtig, weil das, glaube ich, vermittelt manchmal was. Mhm. Das beschreibt das manchmal noch besser, wenn man das auch hört.
überzieht. Ja, naja, und dann hast du das gerade angesprochen, KZ waren bei dir und dann habt ihr so gesprochen über den Song und dies und das. Und irgendwie hat das dann so eine eigene Wendung genommen, auf die eigentlich keiner vorbereitet war. Das heißt, ihr habt KZ war jetzt tatsächlich sehr speziell. Das war, also wir haben jetzt 10 Folgen veröffentlicht. Mhm. Die erste Staffel ist also fertig und jetzt arbeiten wir gerade an der zweiten. Und die wird bald kommen. Mhm. Und mit KZ war die Stimmung so euphorisch aufgeladen, dass wir danach noch ins Studio gegangen sind und noch einen Song gemacht haben. Ja. Wenn man über Song machen spricht, dann vielleicht sollte man auch einfach dann mal ihn machen. Ja, und es ist passiert. Ne? Ich meine, einfach mal es so. Es ist tatsächlich passiert. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie in jetzt all den Jahren, jetzt alle 2 Wochen gesagt hast, ach, ich mache jetzt mal irgendwelche Solo-Songs oder so. Das ist ja wirklich was Besonderes. Und auf einmal ist dann etwas entstanden, das mündete dann in einem fertigen Song. Ja. Nico von KZ war Nico hat es produziert, den Text halt mit Porky von Deichkind im Lockdown geschrieben. Ja. Und der wartete immer auf Musik. Und im Podcast sag ich so zu Nico, ich müsste mal einer so einen ganz langsam guten Soul-Song machen in Deutsch. Pass auf, den gibt es jetzt. Der heißt Belohne dich mit mir. Arnim Teutoburg Weiß. Guck mal hier. Belohne dich mit mir. In ein Lämmen, Hays und Weiß. Yeah. Sehr gut. Und den Song, den gibt es? Gibt es ihn ab jetzt oder ab Freitag oder wie ist das? Dankeschön. Der ist raus. Der ist jetzt schon raus. Wir haben den einfach zur letzten Folge mit veröffentlicht. Ich hab einfach mal ein Lied veröffentlicht. Ja, na, so macht man das mittlerweile. Man wartet nicht mehr 1000 Jahre, bis man ein Album fertig hat. Und das Video, da tanzt meine liebe Freundin Lynn mit mir und hat mich zum Tänzer macht 3 Tage lang. Ja, das kann man ja sehen, ne? Wie man da ausgebildet ist. Ne? Pass auf, also ich finde es okay, dass du auch mal in so eine Show hier gehst, aber wenn du bei Let's Dance bist, dann mache ich dir persönlich einen Kartoffelsack über den Kopf und hol dich da wieder raus. Ja. Das werde ich jetzt schon mal sagen. So, das ist wirklich ein fantastischer Song, Belohne dich mit mir. Und der Podcast, der heißt Paparazzi. Eine komplette Staffel gibt es schon. Jede einzelne Folge ist ganz unterschiedlich und lohnt sich extrem. Ob ihr euch für Musik interessiert oder nicht, spätestens danach interessiert ihr euch für Musik. Arnim, du bist da ein toller Gastgeber. Du warst hier ein toller Gast. Und du hast tolle Gäste in diesem Podcast. Paparazzi heißt das Ganze, Belohne dich mit mir. Das war der Song. Das da ist der wunderschöne Jakob Lund. Das da sind Gloria. Und diese Sendung, hört auf den Namen Late Night Berlin, die gibt's nächste Woche wieder. Da kommt Ed Sheeran. Danke, ciao.